Wir sind heute auf dem Account von 0003 für ein Beschwörung. Selbstverständlich. Und mit Weltarena-Tipps. Hier seht ihr schon mal direkt die Wünsche, wobei CP und Moore seine Most-Wanted-Monster sind. Ich glaube, hier haben wir auch wieder eine größere Anzahl, meine ich, wenn ich mich recht erinnere. Keine SWC, keine Trans, 2 All-Attribut-Scrolls, 6 legendäre Scrolls. Dann haben wir ein paar LD-Scrolls, 22 oder so. 13 Warte-Scrolls, 9 Feuer-Scrolls, 62 Wind-Scrolls für Jongbong. Dann 517 Mystical-Scrolls, Stones weiß ich nichts von. Und Jongbong ist Most Wanted. Ey, ein Stone könnten wir öffnen, wenn wir kein... Ne? Jongbong, ha? Wer weiß. Okay, gehen wir einmal ganz schnell auf die Weltarena ein. Das ist noch ein kleiner Wish von ihm. Okay. Oh, er hat Gorgon. Lasst mich einmal grob gucken. Erst einmal ganz kurz gucken, was hat er denn so für Net Fives? Er hat sehr viele Lulus, okay, das ist ein Siege-Zeug halt. Was haben wir hier so? Sind hier wenigstens Skill-Ups? Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Sind hier Skill-Ups vertreten? Mulong? Okay, muss man aber nicht zwingend bauen. Josephine, würde ich immer so ein bisschen in der Hinterhand haben. Dasselbe auch mit Bollwerk, glaube ich. Einfach nur, um es zu haben. Vor allem Bollwerk, den musst du nicht unbedingt auf Vio ruhen. Den kannst du auch Wille-Schutz, Rache oder so ruhen. Ne, also so ein paar Runen geben, die man sowieso nicht benutzt. Einfach haben. Ne, bei solchen Monstern. Bei Mulong jetzt nicht unbedingt. Bei Josie, die braucht schon ein bisschen höhere Runenanspruch. Was haben wir noch? Shivu? Ja, Shivu. Okay, der hat eh keine Skill-Ups. Nevermind, ist egal. Carlos, Marsha. Marsha würde ich ruhen, auf alle Fälle. Marsha immer nice to have. Und sonst. Und Chan. What? Chan easy peasy, ey. Let's go. Was? Chan ist broken aktuell, Alter. Was für Chan, ey? Nicht. Wer ist das? Frederik? Ist das diese Doppelklinge, ne? Ja. Hä? Hey, Chan ist broken. Ja, okay. Du hast kein Chongpong more, ne? Ja, okay. Aber kannst du auch mit Vanessa spielen? Ich würde... Warte, ich hole den Chan jetzt hier mal eben raus. Der Chan ist aktuell broken. Chan, Vanessa, ne, runenabhängig. Wie sehen die Runen aus? Die sehen aber solide aus. Wie weit bist du? Okay, right. Leute, ihr müsst, die Sustain-Monster müssen auf 100 Rest. Alter, was? Okay, das ist ein Swift-Set. Ja, das ist okay. Oliver ist Zorn. Chance, Oliver, würde ich nicht machen. Eher tankiger gehen. Du kannst ihn meinetwegen auf Attack oder Crit-Rate ruhen. Das ist okay. Ja, aber gib ihm auch ein bisschen HP. Wichtig. Nicht nur auf Damage gehen. Der Namasha Mehu Wong, der knockt den weg. Das ist das Ding. Für sie wirst du keine Runen haben. Das kann ich jetzt schon sagen. Die hat enormes... Die frisst Runen. Deswegen, die würde ich nicht raten, unbedingt zu bauen. Jamaya ist okay. Wobei der auch echt guten Schaden machen kann. Also den kann man auch getrost auf Crit-Rate zumindest bauen. Oder auf Crit-Schaden, aber Crit-Rate geht auch. 100 ACC, Verrat auch. Okay, okay, der ist broken. Idnaz, Zorn, nee, muss auf Swift. Ja, das, kein Damage-Zeug da bauen. Da, die muss den First Turn haben. Swift, broken, bam, gute Crit-Rate, guten Schaden. So 1-4 anpeilen vielleicht, wäre gut bei Edna. Ein bisschen ACC, 100 Crit-Rate und bam. Ja, das ist das Ding bei der. Okay, die hat 100 Rest. Die sieht gut aus. Ah, okay. Stats for Sets, ne? Ja, wenn man danach geht, also die Stats sehen echt okay aus. Shiho, der ist auch auf Damage. Ich glaube, dein Problem ist, das, was ich sehe, außerdem hier fehlt die Crit-Rate. Da brauchst du keinen Crit-Schaden. Was ich sehe, du gehst zu krass auf Schaden. Ich glaube, das ist ein Ding. Den auf Yo bauen. Am besten auf eher tanky als auf Attack. Der kriegt durch die passive Angriffskraft. Ne? Eher HP und Def geben. Der ist so ein bisschen wie der Mei Huang. Der Speed HP HP. Der ist okay, finde ich. Ein bisschen wenig Def, aber der ist okay. Douglas. Ja, der muss auf Schaden sein. Das ist okay. Sibala, viel zu langsam. Da musst du das Set von der Bastet geben. Dann ist der gut. Aber Sibala, sehr speziell einsetzbar.
auch eher tanky. Also was ich merke, die kannst du bauen, die kannst du auf meinetwegen auf Speed HP HP bauen, wie du wille, oder auch auf Speed Crit Rate HP oder sowas, oder auf HP Crit Rate oder auf Swift, und dann ist egal, ob Damage oder Dings. Oder Support, also eher tanky, das ist egal. Nora als Stripper kann man machen. Dominik ist entruhend. Also was ich hier sehe, ein großer Fehler liegt ein bisschen so an den Runen. Chan, easy peasy bauen, Alter. Vio oder Swift und dann rein da. Ja, auch hier Devil, ey. Der ist solide gut. Ja, das ist das Ding. Du falsch geruhnt. Ich glaube, das ist das Größte. Warte, ich schau mal kurz, wie du so spielst. Das schaue ich mir einmal grob an. Du spielst schnell. Das ist an sich fein. Funktioniert mal ja, mal nein anscheinend. Von C1 rausgerutscht. Ja, ab C1 wissen die Leute schon ein bisschen, was sie machen. Auch eine harte Losing Streak gehabt hier. Aber ja, du spielst immer nur dasselbe. Das geht nicht. Also du kannst nicht nur dasselbe spielen. Das geht nicht. Dazu kommt noch, wie gesagt, falsch geruhnt. Also Bastet und so ist okay. Wenn du dir als Pusher haben willst, okay. Aber da würde ich dir eher raten, bau dir ein Ishir. Ja, hol dir ein Ishir zweiter Weckung und dann nimm lieber ihn als die Bastet. Ich kann mir vorstellen, dass du den wegen Attack Buff hast. Aber würde ich drauf verzichten. Und lass die Sonya weg. Für die Sonya wirst du die Runen nicht haben. Die ist auch viel zu slow. Bastet ist fein. Wenn man sie spielen möchte. Aber wie gesagt, ich würde eher auf Ishir zweiter Weckung gehen. Ansonsten dann Edna, Swift, Damage. Ja, das ist das Ding. Swift, Damage, Kritrate, let's go. Ich weiß nicht, ob du gute Kritrate-Runen hast. Die kann auf Broken, das ist der Vorteil. 25, rein das, Speed, Kritrate und also 100 Kritrate anpeilen und Attack ist wichtig bei ihr. Erst einmal Swift im besten Falle. Das ist okay, dann gehst du auf Attack. Bau sie lieber ein bisschen, also meinetwegen ein bisschen squishy, aber versuch die Stats richtig zu halten. Wenn du sie spielen möchtest, wichtig, ja. Wenn du sie spielst, siehst du auf 100 Grad aktuell, können wir mal ein bisschen mehr auf Speed gehen. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen die Bastet raus, das ist immer noch fein. Sonya raus und Bastet raus, bam, viel besser. Ja, viel besser, viel besser. Und die Attack kannst du gucken, ob du die eventuell hier rauskriegst, ein bisschen. Ist immer noch sehr squishy, also vielleicht sogar eher ein bisschen weniger auf die Attack gehen, sondern ein bisschen. HP, dass du so zumindest so 10k hast. Ja, so eventuell. Und dann hier bei der, wobei, vielleicht auf deinem Stand reicht die auch, wenn sie, oh, jetzt ist weg. Wenn die so wenig HP hat. Musst du gucken, aber ich würde sie nicht auf Crit Schaden und nicht auf Zorn bauen. Ne, das ist auch easy going, Alter. Du gehst hier rein, machst Speed, HP, ein bisschen ACC braucht er hier und da, aber Hauptsache ein bisschen tanky, lässt den Jamaya weg, braucht kein Schwein, wird eh zu Tode gestunt, ist kacki. Gehst hier oben auf Speed noch rein. Jamaya brauchen wir nicht. Dann gehst du auf Speed HP. Gegebenenfalls schaust du gleich noch ein bisschen nach der Rest, aber wir entruhen einfach den Jamaya. Das macht es schon aus anscheinend. Und dann musst du es natürlich noch tunen. Ja, das ist auch noch eine Sache. Du musst natürlich vom Speed ein bisschen tunen. Ah, easy. Sehr schöne Rune. Sehr, sehr schöne Rune. Alaya ist ganz cool. Den wirst du nicht brauchen. Ein bisschen Jams wäre noch angebracht bei dir. Ein bisschen mehr Jam-Moon. Ja, ein bisschen Jams-Farm. Dominik ist ganz nett, aber würde ich keinen Fokus drauf legen. Würde ich erstmal zack, fertig, reicht. Genug ACC, tanky genug, Attack reicht sogar auch noch aus. 32 Speed schneller, easy going, fertig. Reicht aus. Hier gehst du ein bisschen mehr auf ACC und nicht auf Attack, eventuell eher auf HP oder Def. Ja, Def ist auch fein, also das ist perfekt hier. Ja, also das reicht. Dann gehen wir auf die Beschwörung ein. Wir gehen nicht in den Channel von heute, heute ist der 1.9. Wir gehen in den 14.6. Und wir fangen an, sobald ich das finde. So, Blessing haben wir, glaube ich, nicht. Oh doch, wir haben Blessing. Dann fangen wir mit den Atri-Scrolls an. Und wir fangen mit Feuer an, weil wir am wenigsten da haben. Ja, und dann gehen wir auf Water. Ja, das kann aber jede Art Blessing sein, was hier gerade ploppt. Es ist ein Four-Star-Blessing an Forsters, hat da nichts gesagt, aber ich nehme hier Save den Kamun. Der gute Kamun. Und wir machen weiter. Let's go. Wie viele LDs haben wir eigentlich? Ah ja, okay. Dupes hat er gesagt, ist egal. Glaube ich. Ob Blessing oder LDs. Ich muss da nochmal nachgucken, aber ich meine, der hat gesagt, das ist egal. Eine Harmonia. Gut, jetzt hier bitte more. Let's go. Direkt mal ein Wish abklappern hier. Bam, bam.
Mohr würde eventuell mit Chan echt gut passen. Ja, das ist halt, das kann ich verstehen, dass man Mohr haben will. Mohr, Chongpong, Chan oder sowas. Ich glaube, das kann schon gut reinballern. Deswegen verständlich, dass man da eventuell Mohr, Chongpong haben möchte. Gut, dann gehen wir auf Chongpong. Vielleicht kriegen wir einen Chongpong, wer weiß. Oder vielleicht ein neues Monster, wer weiß. Layla, gar nicht so schlecht. Ja, zum Beispiel. Ich finde die Wasser auch nicht so schlecht. Ja, das ist halt, ich finde es auch okay. Es kommt ein bisschen darauf an, wie der Dritte halt trifft. Ne, das ist das Ding. Ich glaube, die ist ganz solide mit Ezio zum Beispiel, Wasser-Ezio und so. Ich glaube, die ist da in der Kombi nicht so bad. Also mit so einem Ezio, mit dem Thread halt, ne. Ja, das ist, glaube ich, ganz okay. Kann man, glaube ich, zusammen relativ gut spielen, wenn man es möchte. So. Komm. Ich hätte gerne Chongpong. Spiel. Aber kriegen wir wahrscheinlich sowieso nicht, weil wir eben nie das kriegen, was wir haben wollen. Wir kriegen alles drumherum. Nur nicht das, was wir haben wollen. Wir kriegen eine Kitsune dafür. Fantastisch, ey. Fantastisch. Wir haben aber jetzt so keine Transrolle oder sowas, ne? Das habe ich jetzt, glaube ich, nicht gesehen. Sprich also, wir könnten danach getrost mit dem Mystischen erstmal weitermachen. Und dann schauen wir mal, wie es heute läuft hier. Oh, sorry für den Skip. Das war ein Brind. Okay. Aber wie kann man Chan haben und Chan nicht spielen? Chan ist aktuell so strong. Müsst ihr euch sowieso mal geben. Überlegt mal. Meine LDNet5s, ne? Wir haben Gianna bei mir. Das ist okay. Ja, wobei Lima und Gianna kann man fast gleichstellen aktuell. Vom Gutheitsgrad her. Ja, und dann haben wir Kadize. Kadize, nehmen wir mal Julian. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt Julian bekommen, Alter. Einer der besten LDNet5s aktuell. Oder ein sehr starkes. Ja, dann Chrome. Ja, okay, bei Chroma sage ich mal noch, gut, dann nehme ich lieber die Chroma als die Trinity. Und dann haben wir noch Ceratu. Boah, stellt euch vor, Chan, Julian. Ja, über Gianna und wie gesagt, Ceratu, da beklage ich mich nicht, das ist fein. Und was war da, hatte ich noch? Parterre. Valantis, Alter. Ah, oh, Dream. Alter, das wäre der Dream. Stellt euch das mal vor, Alter. Oh, das wäre schön. Julian, Chan und Valantis. Anstatt Ceratu und der andere Dreck da. Oh, das wäre geil. Boah, wäre geil, Alter. Ich wäre der Happy Man Alive, ey. Sag's, wie es ist. Happiest Man Alive, ey. Okay, wisst ihr, was wir machen? Wir wechseln mal kurz den Channel. Und zwar gehen wir jetzt nicht in den 14., sondern in den 13.06. Da hat meine Frau Geburtstag. Ja. Und am 14. hat meine Tochter Geburtstag. Feier für die... Ups. Für die, Bekannten unter uns, die Bescheid wissen. Denn ich hatte vor diesem Account gerade ein anderes Summoning. Die ist hart eskaliert. Ich glaube, das habt ihr auch schon gesehen. Das Video. Das war davor. Da habe ich das auf dem 14.06. Channel gemacht. Vielleicht ist der Channel ausgelutscht. Ja, wir wollen denen ja mal auch was Gutes geben. Ist ja nicht so, als ob ich denen das nicht gönne. Ups. Deswegen gehen wir mal in den Channel. Der ist unwahrscheinlich ausgelutscht. Ich glaube, der wird nicht so hart benutzt. Deswegen nehmen wir mal den. Ja, nicht, dass ich jetzt hier in einem ausgelutschten Channel rumgurke und alle Lightnings schon rausgeholt habe für heute für den anderen Account und jetzt hier nichts mehr rausziehe. Sieht mich aktuell so aus. Das wollen wir irgendwie verhindern. Da... Mein Gott, die Blitze kommen auch verzögert. Sian. Forster-mäßig war bis auf LDs nix, ne? Kinky, Dover, Molly sind ja Forster-LDs und LD5, jo. Gut. Das ist, by the way, einer. Beide Stupes. Ja, kannst du beide verfuden eigentlich. Zyros. Wer das andere Video gesehen hat, oh, holy moly, Alter. Ja, nehmen wir Zyros einfach, weil er Zyros ist. Let's go. Nimm mal einen Seirotz. Ich würde einen Blessing holen. Aktuell noch. Später würde ich auf LDs gehen, aber da gucke ich jetzt nochmal ganz kurz nach. Was hat er gesagt? Nochmal zu den Dupes. Dupe, deine Wahl. Ist meine Wahl. Okay, ist komplett meine Wahl, was ich da mache. Dann werde ich jetzt einmal Blessing holen, weil wir noch eine hohe Anzahl haben. Sofern wir die Dinger haben, haben wir. Alter, was farmt ihr alle? Raid? Holy shit, Alter. Wie kann man denn 9.999 von den Dingern haben? Ich hänge da maximal bei 0. Wie schafft ihr das, ey?
Alter. Okay, wir kaufen ein Blessing, wie gesagt. Und legen los. Schade. Ich weiß aber auch nicht, hat der viele Netfives? Wirkte so, ne? Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Also ich sag mal so durchschnittsgute Menge Netfive. Nicht mega schlecht, aber auch nicht mega bad. Das ist einer. Heute ist der Tag, ich sag's euch. Oh, Tiana würde ich zweimal behalten. Wenn du Siege-Spieler bist. Das ist halt. Bist du Siege-Spieler? Das ist die Frage. Für Siege, mega gut. Würde ich, also da ärgere ich mich selber, dass ich sie nicht behalten habe. Das ist es halt. Ich mach erstmal weiter. Vielleicht machen wir daraus auch einfach LDs. Mal gucken. Ich behalte sie jetzt erstmal. Er hat gesagt, das ist meine Wahl. Wie gesagt, wenn du aktiver Siege-Spieler bist, mega geil. Wenn du kein aktiver Siege-Spieler bist, wirst du keine zweite brauchen. Das ist es halt. Aber overall gesehen, sehr gutes Dupe-Monster. Dasselbe auch eigentlich mit Bollwerk. Ich bin auch sehr, jetzt aktuell sehr traurig darüber, dass ich mein Dupe-Bollwerk verfeedet habe. Ich hätte ihn jetzt aktuell auch lieber behalten. Ne, weil ich jetzt auch so ein bisschen Richtung Siege gehe. Ich mag Siege zwar immer noch nicht hardcore, aber ja. Ja, wir schauen erstmal weiter. Okay, eine Abigail. Wir schauen erstmal weiter. Ich muss ja jetzt nicht so früh ein Blessing holen. Wobei wir wieder sehr viele Dupes ziehen. Da wäre ein Blessing schon angebracht. LDs. Also ich würde eher gerade aktuell ein Blessing vor LDs ziehen. Schwarz-Tee-Häschen. Aber ich weiß nicht. Dupes, meine Wahl. Ich hasse das, wenn ich vor die Wahl gestellt werde. Kann ich mir einfach sagen, für Siege behalten? Dann weiß ich Bescheid. Fuki. Geil. Dann weiß ich ja Bescheid. Aber die Lightning-Quote ist heute echt enorm. Ich sag's, wie es ist. Die ist echt gut. Richtig geil. Rakshasa. Okay. 65. Unfull. Ja, mit der Tiana ist jetzt echt ein bisschen... Shops kann ich da einmal kurz reinlunzen. Hab ich gar nicht gesehen. Oh, guck mal da. LD-Pieces. Let's go. Was haben wir hier? Gar nichts. Oh, Wish ist auch noch offen. Let's go. Erstmal Wish. Ja, Tiana weiß ich nicht. Wenn ich die jetzt verfeede und Leute das sehen und die denken sich, ey, bist du deppert, Alter? Das ist wie damals mit dem Leo. Weiß ich jetzt schon. Kannst du doppelt behalten. Ja, aber die Frage ist, ob sich das lohnt, wenn man kein Siege-Spieler ist. Lohnt sich das, eine Tiana aufzuhalten, wenn man kein Siege-Spieler ist? Ich denke nämlich nicht. Und es sieht mir nicht danach. Ich suche das Lager, ne? Ich denke nämlich nicht, dass er ein Siege-Spieler ist. Er wirkt nicht so. Sonst würde ich sagen, behalten. Genauso wie Doppelbollwerk oder ähnliches. Aber wenn man halt kein Siege spielt, braucht man keine zweite Tiana. That's the point. Ich frag mal, ob er Siege-Spieler ist. Ich frag einfach mal. Mal gucken, was er sagt. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Solange er jetzt nicht 5 Minuten braucht, wo wir durch sind mit dem. Weil ich eigentlich gerne eher ein Blessing holen würde. Aber mal gucken, was er sagt. Wenn er jetzt sagt, nee, dann würde ich sie verfeeden. Deswegen. Wenn er sagt, ja, oder ja, interessiert mich, ist nett, dann würde ich sie behalten. Weil für Siege, oh, das ärgert mich. Ich habe drei Tianas Lockers schon gehabt. Gezogen. Ich habe die alle verfoodet. Das ärgert mich tatsächlich selber. Muss ich echt sagen. Genauso wie der Bollwerk jetzt. Der ärgert mich auch, dass ich den verfeedet habe. Aber naja. Für Siege halt, wie gesagt, Traum. Free Wins halt. Das ist halt. Deswegen. Aber naja. Okay. Wie lange brauchst du noch, bis Net 5 kommt wieder? Ja? Let's go. Ich will mehr. Oh, okay. Okay. Kann jetzt mal bitte nochmal was droppen? Oder ist das der Blessing? Ist das vielleicht der Blessing? Der Blessing heute, der Way to Go? Was war das denn? Das hat sich gerade mega weird angesehen. Komm. Mehr. Keine Pure Ray. Wir wollen Net 5. Das
nächste, worüber ich mich ärgern kann, dass es wieder ein Dupe ist. Ansonsten, wenn er sagt, nö, brauche ich nicht, will ich nicht, dann holen wir halt LEDs. Vielleicht ziehen wir ja auch ein LED5, wer weiß. Oder ein Kinky. Oder Dover. Oder Molly. Ist mit Dover jetzt eigentlich der Haag gemeint oder ist damit jetzt der Dings gemeint? Der Bomber. Eine Melia. Aha. Mein Gott, jetzt haben wir aber eine Flaute. Komm schon, LS. MS, mein Gott. Drück mal jetzt hier noch eine Favaro raus. Please, das wäre wundervoll. Aber warte, was hat er geschrieben? Er ist aktiv? Dann behalte ich die. Er hat gesagt, er ist dran, was Siege angeht. Denn es ist ein gutes Dupe-Siege-Monster. Ja, deswegen behalte ich die Tiana. Bevor ich wieder geflamed werde, warum ich sie verfiede, vor allem in den Kommentaren, behalte ich sie. Weil wie gesagt, Tiana ist da ein sehr solides Siege-Monster und die kannst du dir getrost zweimal bauen, weil sie nicht mal Skill-Ups braucht. Sie hat nur Speed-Anforderungen, gegebenenfalls Crit-Schaden halt, auf Slot 4. Mehr braucht die nicht. Die braucht kein ACC, nichts. Ja, deswegen perfekt für Siege. Perfekt. Und dann einfach cleaven. Ne, mit, ja gut, Chongpong, wenn wir ihn noch ziehen sollten, wäre schön. Oder Poseidon geht auch viel mit Poseidon da. Oder ähnliches halt, ne? Da geht viel, was Cleave-Arten im BK angeht. Deswegen, ich behalte sie, ja, weil ist ein gutes Siege-Monster. Deswegen. Bollwerk oder so ist jetzt hier kein Wunsch. Jetzt weiß ich, ob er ihn hat. Wenn wir ein Bollwerk ziehen sollten oder so, ist dasselbe Prinzip. Auch für Siege optimal. Deswegen behalte ich. Ich behalte Tiana. So. Außerdem kriegen wir gerade kein Net 5. Also hätte sich jetzt gerade aktuell kein Blessing gelohnt. Muss ich auch mal sagen. Schon wieder ein Bayek. Okay. Na, also bis jetzt misse ich den Blessing nicht. Jetzt gerade bin ich sogar noch froh, die Tiana behalten zu haben. LDs würde sich wahrscheinlich eh nicht lohnen. Wenn wir mal ehrlich sind. Aktuell Hypno-Miau. Okay. Da ist es. Der nächste Net 5-Roo. Aber ist es neu? Triton ist ein Monster, wo ich sagen würde, brauchst du Dupe auf gar keinen Fall. Es ist ein Dupe. Mein Gott, was haben die denn alle? Dupe. Ja, dann tschüss, Triton. Da holen wir jetzt noch ein Blessing. Ja, ich hole jetzt noch ein Blessing. Let's go. Wir haben ja auch noch die Premium-Scrolls. Und wir haben auch noch ein bisschen was, wo wir LDs holen könnten. Und ja, let's go. Er fischt ja vor allem, ich denke, Maul Chongpong kann auch enorm gut helfen. Bei dir. Deswegen. Würde jetzt sogar sehr gut zu Tiana passen, der Chongpong zum Beispiel. Deswegen, let's go. Also eine gute Offense zum Beispiel, Galeone, Chongpong auf Zorn mit Tiana beispielsweise. Deswegen. Ist ein Monster, was gut ist. Tiana. Ich wünsche mir auch eine zweite für Siege. Wie gesagt, das mit dem Bollwerk ärgert mich. Ich hätte den nicht verfuhnen sollen. Hätte ich gewusst, dass da keine Neftes Hahn oder Kinky oder so rauskommt, dann hätte ich den auch behalten, ey. Aber so, da steckst du halt nicht drin, ne? Da steckt man ja halt nicht drin. Oh, wow. Oh, Amber, war ein Wunsch, ne? Ja, GZ? Nice, ich kann mal wieder Ausrufezeichen machen. Ich passe nicht. Wo ist sie denn? Da, Amber. Pam, 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 pam. Ja, GZ. Zur Amber. Und da weiß ich auch, das Monster ist neu. Fantastisch. Guck mal, die Net-5-Quote ist der Hammer. Ich sag's, wie es ist. Ist der Hammer aktuell. Vielleicht noch ein nächstes LD5 heute. Wehe, das spielst du nicht, wenn es am Ende Neft ist oder... Keine Ahnung, Vegard ist. Wehe, du spielst es nicht. Wenn ich da den Schaden rumgimpen sehe, da krieg ich... Ne? Spiel den Schaden, Mann. Hol dir Devilmons. Und fütter ihn voll damit. Das ist dein Plan. Amber ist halt leider ein bisschen zu krass genervt worden und das eigentlich auch nur wegen Veronika. Das ist das Traurige dabei. Sie ist nur genervt geworden wegen der Veronika. Der hat sich kommt, du hast gesagt, ja, nerven wir mal mit. Einfach so. Nehmen wir einfach mal mit rein, fertig. Richtig traurig. Weil Amber war eigentlich richtig gut. Echt solid und jetzt, nur wegen Veronika. Richtig traurig. Aber naja. Gut. Next Net 5, please. Da war auch schon Vierte oder so, ne? Wir hatten nur sehr viele Dupes leider.
Also ich sag's dir, also heute ist Net 5 lastig echt, echt solide. Echt solide. Und ich glaube, also wenn wir noch einen Net 5 Dupe ziehen sollten, würde ich es in die Rubrik LDs packen. Ne, die Tiana halte ich jetzt. Ansonsten verfiehlt sie halt selber. Öffne nochmal 3 und zieh dir, keine Ahnung, was raus. Ne, wenn du willst, wenn du sie doch nicht haben willst. Aber so aktuell würde ich auf jeden Fall sagen, halt die. Ups. Ist ein sehr starkes Monster. Eine Undine, cool. Was haben wir da? Trevor, nice. Und Non-Lightning? Nee, schade Schokolade. Huh? Schade Schokolade. Dann haben wir gleich noch die Zurückerstatteten, dann noch die aus dem Events, dann nochmal Zurückerstatteten. Dann kommen wir zu den Premiums und dann sind wir auch schon gleich durch, so in den nächsten 30 Minuten. Nein, also 30 Minuten hoffentlich nicht mehr, so lange wollte ich das Video jetzt nicht halten. Aber ich glaube, das läuft schon. Machen wir gleich nochmal ein paar 10er Summons, würde ich sagen. So bis 50. Ja, 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 doch. Und by the way, bei den Zurückerstatteten hatte ich bis jetzt immer Net 5, meine ich, drin. Mal gucken. Bin gleich mal gespannt. Ja, was haben wir hier? Hm, ein Asura. Geil. Wollten wir, glaube ich, nicht haben. Aber die Blitze lassen gerade ein bisschen nach. Ein bisschen doof. 17 Uhr. Ah, liegt es vielleicht daran? Timegate war bis 17 Uhr. Ach so. Ha. Huh. Ja, das ist jetzt doof, ne? Wenn das. Wenn das jetzt echt der Fall wäre, na, Hafenmagierin, okay? Let's go. Kriegen wir noch ein at 5, please? Oh. Das wäre stark. Komm schon. Nächste Net 5. Aber wir haben Wish gezogen. Das ist auch cool. Ein Dupe haben wir. War sonst nur Dupes, ne? Merke ich gerade. Ich glaube, das waren sonst nur Dupes, oder? Sind wir schon wieder voll. Ach. Okay, okay. Ja, ich sage 17 Uhr. Ein Typengate ist zu Ende. Animal Ende. Kriegen nichts mehr. Ah. Ja, nur Amber und ein Dupe. Was ich gerade da behalte. Ist ja scheiße. Hätte jetzt gerne noch ein Net 5. Komm schon. Oh. Aber ein Wish. Hä? Wir müssen ja optimistisch bleiben. Immerhin ein Wish. So, 51 haben wir nochmal davon. Ich weiß nicht, wie die anderen Events aussehen, aber mich interessieren nur diese zwei gerade. Wobei im Tipp-Event gab es auch nochmal Stuff, aber kann er selber machen, denke ich. Oder sammle ich das mit ein? Na, vielleicht sammle ich es doch eben mit ein. Vielleicht hat er auch noch nicht getippt, aber es war so ein Belohnungssystem. Hier. Was haben wir hier? Sind hier noch die Scrolls vorhanden? Nee. Witz von mir. Keine Ahnung. Achso, man kann neu tippen. Ah. Würfel-Event und das ist... Ja, das ist egal. Okay. Gut, dann let's go mit dem Atri-Scrolls. Also ich muss die auch noch einsammeln, ne? Und... So. Machen wir jetzt die Atri-Scrolls. Let's go. Hier einmal Wind für Chongpong. Schade. Dann Feuer für Laika? Nee, Taurus. Und einmal Water für Moor. Schade. Okay, dann gehen wir weiter in die 67 Mystische. Wie gesagt, die hat ich meistens immer in Net 5. Aktuell immer. In den ersten Zurückerstatteten war aktuell immer ein Net 5 drin. Also, drück's raus. Ja, hier. Moor. Nee. Nee, ist zu schmal für Moor. Ein bisschen zu schmal. Moor ist dagegen eher so, Maschine. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Wenn man seinen Arm anguckt, das ist eine Maschine. Witzig, ey. Mann, bin ich wieder witzig. Was war das? Ich glaube, es war eine Klingentänzerin. Tyron, geil. Oh, jetzt aber, oder? Back to back? Asta. Ah, was ist das, ey? Wo bleibt es denn 5? Wir finden Net 5. Ich sag's euch, hier ist immer ein Net 5 drin. Wo ist es? Hau raus jetzt hier. Moor habe ich heute sogar gesehen. Schon. Also habe ich sogar beschworen schon. Also ich weiß, dass du existiert, weil Triton und Zyros habe ich heute auch schon beschworen. Also ich weiß, dass du hier irgendwo schlummerst, Moor. Wo bist du? Wo bist du, Moor? Moor, wo bist du? Nee, ich schon wieder für Galeone. Wo ist der Moor?
Machen wir die 10 nochmal so. Wo ist der Moor? Alter, imagine. Beschwörung mit 2 Wishes. Oha. Boah. Das hätte ich noch nie. Also hatte ich glaube ich schon mal. Aber ich meine, das kommt selten vor. So 2 Wishes. Wow, das wäre der Dream, oder? Seit langem mal jemanden glücklich machen mit 2 Wishes. Kack Gargoyles, geh weg. Wo ist der Moa? Oder der Chongpong? Moa oder Chongpong? Ha, ne. Aber wir haben nochmal eine. Und dann kommen wir zu den Premium Scrolls. Die Jacke lasse ich by the way an. Das ist die Jacke, die mir nie die Net Fives gegeben hat am Ende. Ich sag's, es ist die Jacke. Die Jacke war's. Die Jacke war's einfach. Ich lasse die Jacke an. Schaut euch das andere Video an. Ich sag's euch. Schaut es euch an, dann seht ihr. Ah, warte. Ich wollte noch ein paar LDs holen. Und einmal Platz machen. Wir haben ja hier jetzt noch mindestens einmal eine LD können wir uns holen. Wie gesagt, die Tiana lasse ich für Siege. Deswegen habe ich ja nachgefragt. Ne? Was wollte ich noch? Platz machen wollte ich noch einmal. Genau. Und jetzt ziehen wir einfach mal das nächste Net 5 raus. Und zwar aus den LDs. Easy peasy. Let's go. Wir haben ja ein paar. Ne? Also die Chancen bestehen, nenne ich es mal. Und mit der Jacke wird es sowieso sehr gut auslaufen. Sehe ich jetzt schon. GZ Akroma. So. Okay. Ein der da. So. Net 5. Wäre schön. Oder Kingi Dover. Wird Dover, der andere Dover mit ER geschrieben? Ich weiß nicht. Ist das der Haag, den er meint? Oder ist es der Bomber, den er meint? So, komm. Ein Lightning mindestens. Molly? Boah. Ist fast wie ein Net 5, ne? Ist ja fast wie ein LD Net 5, deswegen, okay. Komm schon. The first Lightning, there's it. There's it. Lichtdrache. Einfach nur so. Einfach so. Oder Neftis. Ich sehe die Neftis. Ich weiß nicht. Oder vielleicht sehen wir auch einfach gar nichts. Auch möglich. Ah, okay. Ein Thrain. Pieces? Na, Pieces wollen nicht so gönnen heute? Nee. Pieces nicht so. Bestienjäger, geil. So. Komm schon. Drück jetzt mal Lightning rausspielen. Das ist ein Nil oder so. Komm schon, Spiel. Go. Wo ist der First Lightning? Wo ist das First Lightning? Der heißt auch Dover. Das ist ja das. Ich glaube, das ist der Pinguin heißt auch so. Aber ich glaube, der wird wieder anders geschrieben. Ich weiß jetzt, deswegen weiß ich nicht genau, welchen Dover er meint. Vielleicht war das ja der Dover, den er meint. Aber ich schätze, er meint den Haag oder den Bomber. Einen von denen. So, 14 haben wir noch. Komm schon. Ich warte auf die Sparkle. Ich wackel auf die Sparkle. Wo ist der Sparkle? Wir wollen den Sparkle haben. Wo ist er denn? Wo ist denn der Sparkle? Komm schon. Go. Möchte gerne Lightning. Ein kleines Lightning, ein Harpu. Go. Na, jetzt drück mal Lightning raus, Spiel. Ist jetzt nicht so schwierig. Hat eben auch sehr gut funktioniert. War zwar nur ein Lightning, aber dieses eine Lightning hat vollkommen gereicht. Das ist halt. Dieses eine Lightning war schon vollkommen ausreichend. Wo ist es hier? Wo ist es? Ja, wo ist es? Minotaurus. Aha. Ja, cool. Nee. Go. Spiel, drück der Lightning aus dem Knopf hier. Mach mal wieder dein Timegate an hier. Go. Ah, nee. Epicorn Priest. Nee. 8 Stück noch. Komm schon. Ein Lightning. Ein Lightning muss drin sein. Ein Lightning muss da drin sein. Nicht Basalt. Marmor. Wollen wir auch nicht. Was ist mit meinen Haaren kaputt? Ja, und ich habe hier überall... Ach, keine Ahnung. Mal so. Let's go, Alter. Komm schon. Ah, Spiel. Drück Lightning. Living Armor. Wow, denkst du, hier kriegst du ein paar Zweiterweckungen-Monster. Nee, ich will jetzt einen LD-Blitz haben. Spiel. Nein, den wollen wir nicht. Wir wollen einen LD-Blitz haben. Der muss jetzt mal kommen hier. Hallo? Gar kein Blitz in wie viel? Über 20. Das ist traurig, ey. Das ist traurig. Aber meistens so, ne?
Wenn die MS gönnen, gönnen die LDs meistens sowieso nicht. Und die MS waren eigentlich solide. Nicht so geil wie in der letzten Beschwörung. Das muss ich halt auch noch, muss ich halt leider dazu sagen, aber sie war besser als so manch andere Beschwörung. Das muss man auch sagen. Und LDs, die wollen halt nicht immer, ne? Da muss man halt gerade den passenden Moment für finden. Und wenn er jetzt aktuell nicht ist, ist halt kacke. Spiel denkt, ja, bist auch kacke. Kriegst nämlich gar kein Lightning. Ich denke mir, tja, das ist nicht fair, Spiel. Komm schon, last one. Gar kein Lightning, richtig traurig. Okay, danke für nichts, Spiel. Danke für gar nichts, Spiel. Okay, eine Arnold. Cool. Dann haben wir, wenigstens gib mir Mord oder Chongpong noch, komm. Argen. Ne, die LS. Die LS, die wollen generell nicht gönnen. Seit dem Update irgendwie gar nicht. Das ist die falsche Farbe. Feuer wäre noch ganz cool gewesen. Kakasura. Wollen wir auch nicht. Gar keins mehr? Ich sage, ich glaube, 17 Uhr war das Timegate vorbei. Ich glaube, 17 Uhr war das Timegate zu Ende. Ha. Huh. Das ist jetzt aber kacki. Okay, Kamun. Den hatte ich heute auch schon. Ist der wenigstens neu. Wo ist das Gebäude nochmal? Da. Wenn nicht... Ja, dann holen wir nochmal LDs. Vielleicht. Brauchst du auch nicht als Dupe, das ist es halt. Nochmal 4. Vielleicht. Wir hatten so lange keine Lightnings bei den LDs. Vielleicht ist es jetzt. Vielleicht ist das der Punkt gewesen. Ich mache aber vorher die auf. Erst die oberen. Komm. Hier können auch LDs rauskommen, Spiel. Nur mal so. Wolltest du mal anmerken? Nee, ist nur ein Argen. Komm. Please. Chongpong. Richtige Farbe, aber falsches Vieh. Oh, komm schon, jetzt hier aber. In den 4, da muss ein Lightning drin sein. Minotaurus, ey. Komm schon, das Lightning jetzt mal. Spiel! Nee, 17 Uhr ist schlafen gegangen. Ich glaube, die den Timegate gemacht haben, die sind nicht schlafen gegangen. Oh, belastend. Schade Schokolade. Naja, ein Wish erfüllt, ein Dupe. Aber die Net5-Quote war okay. Boah, Alex, mir am Arsch Spiel. Die Net5-Quote war... Hier, Chongpong. Oh, war eigentlich okay. Das ist halt... Da kann man sich eigentlich nicht so hart beschweren. Wartet. In der Anzahl. 1, 2, aber hier sieht man es besser. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Net5s ist vollkommen fein. Das Problem ist nur, dass so viele Dupes da waren. Aber vielleicht ist es auch schwer, Dupes, keine Dupes zu kriegen. Ja, ist relativ schwer. Also ja, hier unten die ganz neuen, die fehlen so ein bisschen. Wind, Wasser fast alle vorhanden. Ja, ist schon ein bisschen schwieriger, hier kein Dupe rauszuziehen, merke ich, ja. Okay, schade. Okay, gut, dann bin ich durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein.